Ich habe soeben eine Telegram-Nachricht erhalten und die lässt mich wirklich schier verzweifeln. Und ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, inwieweit leben wir hier eigentlich noch in einem Rechtsstaat. Die Übergriffe von Seiten des Staates werden immer stärker und stärker. Worum es dabei geht, werde ich euch nun erzählen. Und damit herzlich willkommen hier bei Warum.kritisch. Mein Name ist Lil. Es geht um eine für heute geplante Pressekonferenz, zu der auch ich eingeladen gewesen bin. Ich kann an dieser Pressekonferenz allerdings nicht teilnehmen, weil ich heute Abend dann noch mal kurz Unterricht machen muss. Das heißt, ich muss für einen erkrankten Kollegen einspringen. Gleichwohl bin ich natürlich noch im Nachrichtenverteiler bei Telegram. Und über Tobi Fink bzw. Ralf Ludwig erreichte mich folgende Information. Und die Überschrift der Telegram-Nachricht heißt wie folgt: SPD Falkensee im Verbotswahn. Ich lese euch jetzt das Ganze vor, was Ralf Ludwig, der Querdenker-Anwalt hier, formulierte. Der Leiter des Rechtsamts der Stadt Falkensee, Dezernent Dr. Harald Senf von der SPD, wird in Falkensee eine Pressekonferenz der örtlichen AfD verbieten, weil diese über Inhalte mit den Bürgern diskutieren wird, die der Partei des Dezernenten wohl nicht schmecken dürfte. Worum geht es? Die AfD Falkensee hat einen Raum angemietet, um dort eine Pressekonferenz zum Thema Pressefreiheit in Deutschland 2024 abzuhalten. Das heißt, zu dieser Pressekonferenz waren nicht nur geladene Gäste, sondern alle interessierten Bürger herzlich eingeladen, um sich zu dem Thema Meinungsfreiheit, Pressefreiheit umfänglich informieren zu können. Und das scheint wohl nicht so im Sinne der dortigen SPD zu sein. Weiter heißt es in der Telegram-Nachricht: Zu dieser Pressekonferenz hat die AfD das Anwaltsteam Pressefreiheit geladen, das sich nach dem Verbot der Kompakt Magazin GmbH durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, gegründet hat. Dezernent Senf ist nun der Auffassung, dass die örtliche AfD keine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten darf. Also das ist wirklich unfassbar. Jeder kann natürlich eine Pressekonferenz abhalten. Und wenn eine Partei, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall die AfD, von der Stadt hier Räume oder einen Raum angemietet hat, um dort eine Pressekonferenz abzuhalten, dann kann es doch nicht richtig sein, dass die Stadt der Meinung ist, sie dürfte bestimmen, wer zu dieser Pressekonferenz eingeladen und sprechen darf. Also das halte ich für verfassungsmäßig, rechtlich sehr fragwürdig. Also ich bin alles andere als eine Juristin, aber mein gesunder Menschenverstand und mein Verständnis als Demokratin lässt mich wirklich alle Nackenhaare hier hochstehen. Wörtlich heißt es dann, die Stadt habe aber erfahren, dass in dem genehmigten Mietzeitraum auch eine Pressekonferenz eines Anwaltsteams zum Verbot des kompakten Verlages stattfinden soll. Daran sollte unter anderem Chefredakteur Jürgen Elsässer und dessen Rechtsbeistand teilnehmen. Die Stadt Falkensee hat diese beabsichtigte vertragswidrige Nutzung, in Klammern zweckfremde Umwidmung, mit heutigem Schreiben an den Ortsverband der AfD in Falkensee untersagt, teilte die Kommune mit. Und Ralf Ludwig informiert nochmal, was in diesem Mietvertrag mit der Stadt eigentlich drinsteht. Und dort heißt es, die Räume sind für eine Pressekonferenz angemietet. Sie werden für eine Pressekonferenz genutzt. Teil dieser Pressekonferenz ist das Anwaltsteam Pressefreiheit. Was daran vertragswidrig sein soll, erschließt sich mir, also Ralf Ludwig in dem Fall, auch nach dem fünften Lesen nicht. Ja, also im Grunde genommen hat die SPD scheinbar wirklich ein Problem damit, dass die AfD hier Bürgern die Möglichkeit gibt, sich umfänglich zu informieren zu dem Thema der Pressefreiheit. Und Ralf Ludwig hat dann nochmal hier eine Quelle genannt, die habe ich dann geöffnet und das ist tatsächlich hier www.zeit.de und dort steht mit der kleinen Überschrift Rechtsextremismus. Stadt Falkensee verbietet mögliche Kompaktveranstaltung. Wie der Dezernent der Stadt Harald Senf der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, habe er die AfD zur vertragsmäßigen Nutzung aufgefordert. Demnach hat die AfD einen Saal für diesen Mittwoch angemietet, um dort eine Pressekonferenz abzuhalten. Dafür stünde der Raum auch weiter zur Verfügung, sagte Senf. Senf selbst hat dpa wohl mitgeteilt, dass er selber vor Ort da sein werde, am heutigen Mittwoch, um zu überprüfen, ob sich die AfD an den Vertrag halte. Also mit anderen Worten, ob auch wirklich niemand von diesem Anwaltsteam zugegen sein dürfte, inklusive auch diesem Jürgen Elsässer. Sollte das nicht der Fall sein, also sollte die AfD sich nicht an die Vertragsbedingungen halten,
dann würde er von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Das heißt, er würde dann wahrscheinlich dafür Sorge tragen, dass die Pressekonferenz sofort beendet sein wird. Und das finde ich halt eben schon echt krass, dass man auch überhaupt solch einem Anwaltsteam, unabhängig von AfD oder nicht AfD, es untersagen möchte, eine Pressekonferenz zum Thema Pressefreiheit zu geben. Denn es ist ja so, diese Pressekonferenz dient ja im Endeffekt, solch eine Pressekonferenz kann ja im Endeffekt dazu beitragen, dass viele Bürger sich zu dem Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit umfassend mal informieren können. Und zwar durch entsprechend kompetente Anwälte. Und das scheint ja nicht gewollt zu sein. Man möchte natürlich endlich dieses Thema Kompaktmagazin GmbH, das ganze Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das möchte man endlich ad acta legen. Das ist so mein Eindruck. Ich meine, was soll das denn? Und wenn ich als Stadt und dazu noch als SPD-Mitglied, als Dezernent dieser Stadt, so etwas verbiete, dann darf ich mich doch nicht wundern, dass die Bürger immer mehr die Meinung haben, der Staat möchte gar keine mündigen Bürger haben. Der Staat möchte seine Bürger weiterhin gängeln und er bestimmt, was auf einer Pressekonferenz inhaltlich besprochen oder dargeboten werden. Das finde ich unerträglich. Ich sage euch das ganz ehrlich. Das ist für mich etwas, das ist keine Demokratie, das ist gelenkte Diktatur. Anders kann ich das gar nicht mehr bezeichnen. Ein ähnlicher Fall erlebt Ralf Ludwig ja derzeit auch, als der Anwalt, der hier für die kommende Großveranstaltung hier in Berlin zuständig ist. Denn am kommenden Samstag, am 3. August, wird von den Querdenkern eine Demonstration durchgeführt, zumindest ist es so geplant. Aber die Versammlungsbehörden und auch die Polizei Berlin haben scheinbar große Probleme, solch eine große Demonstration abermals zu genehmigen. In der Vergangenheit ist es ja schon mal dazu gekommen, dass eine geplante Demonstration von den Querdenkern nicht stattfinden konnte, weil die Versammlungsbehörde das abgelehnt hat. Und eigentlich kann ja jeder demonstrieren. Ne? Da kommt ja immer schon mal so der Einwand, jetzt reg dich mal nicht auf, guck mal nach Russland, da darfst du gar keine Demonstration durchführen. Da kann ich nur sagen, ich lebe nicht in Russland, ich lebe in Deutschland. Punkt, Ende, aus. Und uns allen steht das Recht zu demonstrieren. Dann kommt der nächste Einwand, ja, aber guck doch mal, wie viele Demonstrationen haben in der letzten Zeit stattgefunden. Kann ich auch nur sagen, ja, klar, wenn sie denn politisch gewollt sind. Aber in dem Moment, wo man eine Regierung, den Staat kritisiert und das auch kundtut, durch eine entsprechende Demonstration, dann kriegt man nicht nur Stöckchen, sondern richtige Baumstämme in den Weg gelegt. Ne? Weil es ist immer noch nicht klar, kann diese Demonstration am 3.8. stattfinden? Wie sieht es mit den geforderten oder gewünschten Plätzen aus, wo die Demonstration stattfinden soll? Da gibt es von Seiten der Polizei bzw. von Seiten der Versammlungsbehörde sehr, sehr wenig Kooperation, um nicht zu sagen gar keine, im Moment zumindest. Und es haben sich sehr viele Prominente schon angekündigt. Ken Jebsen, sage ich immer noch, ne? Furchtbar. Ulrike Guyon hat sich ebenfalls angekündigt. Viele prominente Künstler haben sich angemeldet, Wissenschaftler, Rechtsanwälte etc. pp. Es wird, wenn es denn dann doch am Ende genehmigt wird, eine sehr große Demonstration. Und sie ist dafür geeignet, dass wir Gesicht zeigen, weil wir für Freiheit und Frieden einstehen. Dass wir Gesicht zeigen, weil wir nicht so ganz einverstanden sind mit den vergangenen Maßnahmen der letzten 4 Jahre. Und dass wir natürlich nicht damit einverstanden sind, was Deutschland für eine Rolle einnimmt in dem ganzen Russland-Ukraine-Konflikt. Und dass wir auch nicht dafür einstehen oder nicht einverstanden sind, dass hier Waffen in Deutschland, amerikanische Raketen und Waffen in Deutschland stationiert werden. Wenn du das ebenfalls unterstützen möchtest, dann könnten wir uns eventuell am kommenden Samstag, am 3.8. in Berlin treffen. Ich freue mich immer sehr auf eure Kommentare und wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.